Freundin von Radio Rüsselsheim. Ich bin hier bei dem Achim Weidner in seiner Wohnung. Der Achim Weidner stellt, sagt mir da das Equipment, gell, sagt mir doch. Ja, die Tonspur und macht Bilder. Also ich bin der Uli Biedert, die Sendung heißt Horizont und bitte Achim, sag du nochmal kurz. Wer ich bin? Mein Name ist Achim Weidner hier aus Rüsselsheim, wohne seit den 90er Jahren hier. Und aktueller Anlass ist ja meine Kandidatur zum Deutschen Bundestag am 26.09., dem Schicksalstag. Bei den Freien Wählern. Bei den Freien Wählern hier im Kreis Nussgerau. Und ich habe mich mit Achim schon ganz lange über viel unterhalten. Wir beide kennen uns ja doch sehr gut und wissen auch, dass es, das ist im Grunde genommen nicht nur diesmal, es liegen schicksalshafte Jahre vor uns. Wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten werden uns enorme umstellen müssen, damit wir als Menschen überleben können. Ein Teil, wenn wir so weitermachen, wird vielleicht auch ein Teil der Kreatur mit untergehen, aber die allerersten sind vielleicht wir, eine ganze Masse Menschen, sagen wir so. Und jetzt frage ich ihn auch immer was von ganz, ganz früher, was er davon hält. 1970 etwa hat der Holmar von Dittfurt, der ist vielleicht ein Begriff, der hat ein Buch geschrieben, lasst uns ein Apfelbäumchen pflanzen, in Anlehnung an den Martin Luther, der sagte, wenn morgen die Welt unterging, würde ich auch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Und dann hat der Holmar von Dittfurt so gemeint, der hat gesagt, ihr liebe Leute, fangt nicht an, euch zu grämen und in Panik zu geraten, sondern tut das und habt Mut, was zu tun. Und eines seiner spitzesten Thesen, da hat er Ärger gekriegt mit Caritas, mit Brot für die Welt, mit alle guten Menschen, hieß folgendermaßen. Er hat gesagt, wenn morgen die Energie ohne alle Nachteil, ohne alles in einer Menge zu uns käme, dass wir gerade ersaufen würden und die Menschheit würde sich weiter so vermehren wie heute, würden wir auch untergehen. Das Holmar von Dittfurt hat gesagt, das größte Problem ist die Masse Mensch. Also nicht, dass einige im riesigen Wohlstand leben, sondern dass immer mehr Menschen, und da hat er von der Verdoppelung gesprochen, also 2, 4, 8, 16, da gibt es ein schönes Beispiel, das will ich auch kurz nennen, wenn man ein Zeitungsblatt platt 51 Mal verdoppelt, hat man einen Turm bis zum Mars. Das heißt, das sind Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Und in dieser Situation, Achim, sind wir in der noch? Geht es noch um die Verdoppelung? Sind die Menschen, belasten wir die Erde zu stark, weil wir zu viele sind? Also, Uli, zwei Sachen. Erstens mal, die Welt geht nicht unter. Die ist viel robuster, als man denkt. Es geht eben die Frage, ob so Homo sapiens weiterwurschteln kann wie bisher. Also die Welt geht nicht unter, einen Apfelbaum würde ich pflanzen. Und diese Diskussion der Überbevölkerung, die gibt es ja schon relativ lang. Aber da, wo es Wohlstand gibt, da findest du keine Massenmigration. Da findest du zum Beispiel an Geburtenraten um die 1,2%. Und Länder wie zum Beispiel Irak oder Afghanistan, da hast du dann 5 Jungs. Wo der erste wird dann irgendwie Bauer, der zweite wird Beamter und der fünfte wird Terrorist oder Taliban. Du hast so eine Art Kriegsindex und den hattest du zum Beispiel auch in Deutschland. Vor dem Ersten Weltkrieg, du hattest eine ähnliche Verteilung wie im Irak und Iran oder in Afghanistan. Und deswegen hatten die Deutschen auch nach dem Ersten Weltkrieg so schnell wieder ihre Population aufgefüllt, um sozusagen den Versailler Vertrag zu relativieren, woraus man sagen kann, wenn die Bevölkerung, sondern man zurückgeht, also Wohlstand zunehmend, Frauen nicht gezwungen sind, viele Kinder zu gebären während der Revolution, ist das beherrschbar. Man muss aber wissen, dass die Weltbevölkerung pro Monat um die Größe von New York City zunimmt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, in Rüsselsheim, wir machen jetzt die Eselswiese nicht, ist das sozusagen Symbolpolitik. Ich würde sagen, die Eselswiese ist verkraftbar und die anderen sind schwierig. Das sind dann Städte wie Lagos, das sind dann Städte in Afrika insbesondere, in Südamerika und in Südostasien. Das heißt, du hast da Bevölkerungszuwachs, aber auf der anderen Seite, es gibt halt, wie gesagt, diese Gleichung, Wohlstand gleich Bevölkerungszuwachs, aber Wohlstand ist nicht umsonst, sondern es gibt die Physik und das heißt Energieverbrauch. Das heißt, die Bevölkerung, um Wohlstand zu generieren, wird mehr Energie verbrauchen. Und die Frage ist, wird das jetzt aus Kohle gewonnen
was ja übrigens auch Sonnenstrom war, in einem längeren Zeitraum ja, zu Kohle geworden. War auf dem Sparbuch auch, sozusagen, auf dem Sparbuch. Und jetzt blühen der Menschen. Also auch Windenergie ist ja Sonne durch die Sonne. Das ist aber direkt in den Schiff. Das direkt, das geht halt nicht. Die Kohle war ja früher auf hingelegt und wir haben es rausgeholt. Genau, aber auch Uran ist auch in den Sonnen gebacken. Das heißt, man hat es immer mit Sonne zu tun. Ja, aber wie gesagt, es geht jetzt darum, zu sagen, die Weltbevölkerung nimmt zu, der Energieverbrauch nimmt zu, der wird mit fossilen Treibstoffen da gewonnen. Und wenn wir Wohlstand haben, brauchen wir Energie. Das heißt, wir brauchen dann eine andere Art von Energie. Und da ist mit Symbolpolitik, dass wir dann in Rüsselsheim im Windrad mehr aufstellen, nicht gewonnen. Denn es gibt ja vier große Bereiche, die zum Beispiel energieintensiv sind. Das ist einmal der Verkehr. Da kann man jetzt sagen, man macht das mit Batterie oder mit Wasserstoff oder mit Benzin. Dann hast du den ganzen Bausektor. Wie gesagt, wenn die Bevölkerung, die Bevölkerung um die Größe von New York pro Monat zunimmt oder jetzt in der A die Häuser neu gebaut werden muss, dann braucht man Zement und Stahl. Und Boden. Den Boden, der Boden ist aber jetzt erstmal da, weil da standen ja Häuser. Aber das heißt, du hast dann die Zement- und Stahlindustrie mit aller Folgeprogramme. Du hast dann auch den petrochemischen Bereich und Mobilität und Verkehr, hatte ich schon genannt. Das heißt, überall dort wird Energie eingesetzt. Du hast aber noch eins vergessen. Was denn? Das wird bei mir ist in den letzten Tagen aufgeschlagen, das Internet. Ja, das ist dann also gestern Abend habe ich im Fernsehen gesehen, dass eine Anfrage bei Google unendlich viel Energie kostet. Die haben davor gewarnt, die haben gesagt, mach das Ding. Das heißt auch, da muss man sagen, die Internetgeschichte, das ist ein Energiefresser, wie es dort hinaus. Wie kommt das denn, dass das Internet so viel Energie braucht? Ja, das Internet ist ja nicht das Smartphone, in dem wir jetzt was aufnehmen oder hier mit WLAN, Internet, sondern es ist ein Rechenzentrum. Ja? Auf der einen Seite hast du ja die Endgeräte in jedem Wohnzimmer, ein Fernseher stehen, der Netflix-Stream oder ein Smartphone, das ist Rohstoff, also enthält eine Menge Rohstoff, vor allem hoch, es ist ja nicht irgendwie Pappmeister, der da in einem Smartphone verbraten wird, sondern das sind ganz seltene Erden, das sind Computerchips, da ist Gold, Platin, was man so alles findet, nur kein Mehl drin. Dann hast du ja vor allem, das Internet ist ja... Die Speicher sind sie, glaube ich. Nein, das sind die Netzwerke. Wir haben ja in Rüsselsheim hier hin im Blauen See E-Shelter und da wohnt das Internet. Da ist so ein Speicher. Und da wird Energie verbraucht. Viel. Ja, in der Kühlung zum Beispiel. Also die Maschinen laufen, die erzeugen Strom. Das sind auch die Hauptsätze der Thermodynamik, der Elektrizitätslehre. Das heißt, jeder Rechner in deinem Wohnzimmer erzeugt Wärme und wenn da Millionen Festplatten zusammenarbeiten, Tag und Nacht, dann wird das natürlich muss gekühlt werden. Und wir sind ja die großen Player wie Google, Amazon und Microsoft jetzt dabei, das mit Wasserstoff zu machen, also sozusagen diese Energie. Also jetzt sind wir wieder, wie kann man Energie geben? Ja, aber entscheidend ist auch dann, wenn das Wasserstoff ist, das Energie ist ja nur Wasserstoff ist ein Speichermedium, nicht Energie, sondern Speicher elektrischen Strom, der dann wiederum zur Kühlung jetzt sagen wird. Aber gerade bei Wasserstoff, da müssen wir so Leute, ich denke, in der Sahara, da kann man ja Wasserstoff machen, dass es da aus der Ohren rauskommt. Die haben ja Hitze und Sonne. Ja. Und kann man den dort herstellen und hierher transportieren? Geht das? Ja, es gibt ja in Deutschland so die romantische Vorstellung, dass man Wasserstoff so wie Apfelwein in einem Haus ein bisschen mischt und dann hat man so einen tollen Kreislauf. Ja, ja. Was man beobachten kann, gibt es ja so große Länder wie Saudi-Arabien, die haben ja einen großen Staatsfonds, die sind jetzt auf Wasserstoff, weil die sagen, wir haben hier Energie, also wir können das machen, können das dann verflüssigen, entweder E-Fuels draus machen, Wasserstoff in Tankern. Das heißt, diese idealistische Vorstellung, dass wie gesagt daheim der Wasserstoff gewonnen wird, dann sozusagen eine Kreislaufwirtschaft, das ist natürlich blöd. Aber wir könnten machen das. Du kannst doch auch auf dein Haus eine Solaranlage machen, könntest dich mit deinen Nachbarn in der Genossenschaft zusammentun, könntest ein kleines Kraftwerk dann nehmen. Das geht schon. Ja. Aber wir haben 7 Milliarden Menschen, wir haben Industrie, wird es ja nach wie vor geben, und wir haben diese großen Zement, Stahlproduktion, Schiffe müssen gebaut werden. Das heißt, du brauchst große Mengen Energie, die verlässlich zur Verfügung steht, nicht von Dunkelstrom an der Nordsee abhängig ist. Und deswegen würde ich mal sagen, es wird sich neben dem Öl, also wenn die machen ja auch eine Transformation mit vom Öl, der ist ja nach wie vor auch gebraucht wird, aber nicht in diesen Mengen, wird da auch eine Transformation. Letzter Satz, und Australien hat ja auch große Flächen, da ist ja besonders warm geworden, und Australien gibt auch viel Geld aus, um sozusagen hier eine Wasserstoffwirtschaft. Also, das wird ja auch oft vergessen, wenn dann, also da sagt einer in meinem Fenster, die mache ich jetzt ganz moderne, die brauchen, aber allein in den Fenstern, die drin sind, steckt ja auch Energie. Ja, genau. Das heißt, wenn ich ständig jetzt aufs neueste Energiesparende im Augenblick reagiere,
ist ja auch unheimlich viel Energie, die da drin steckt. Das heißt, es ist ja immer auch ein Punkt zu finden, zum Beispiel ein Auto. Das steckt ja, bevor es den ersten Kilometer fährt, schon sozusagen die Energie von 100.000 Kilometern. Ja, das zwingt ja auch den Löwen in der Savanne zum Endspurt, weil er muss ja auch Energie aufwenden, damit er die Gazelle fängt. Also überall, wo Leben ist, ist Energie da. Genau. Das heißt, du hast immer Umwandlung, in, also Stoffwechsel im besten Sinne des Wortes. Elefanten haben ganz schlechten, ja, und Leute mit Verdauungsstörung auch. Aber normalerweise, wie gesagt, dort, wo Leben ist und je höher es organisiert ist, desto mehr Energie muss hinzufügen. Das haben wir ja auch hier in Rüsselsheim schön diskutiert mit der Grundschule in Königstetten. Ja, wir bauen neu. Ja. Und dann hat ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich dachte, ihr Leute, mal langsam, wenn man die alte abreißt, das kostet ja auch Energie. Das heißt, es wäre natürlich günstiger, man transformiert das und macht aus dem, was da ist, was Besseres. Also, und erhält so viel wie möglich. Also ich muss mal sagen, das ist bei uns, das kennst du auch. Ja. Wir haben doch früher immer wieder, wir haben die Schuhe dreimal besohlt, wir haben Nägel auf die Schuhe gemacht, wir haben doch die Sachen versucht, so lange zu erhalten, wie es irgend geht. Und dann hieß es immer, ja, die Amerikaner, die werfen einfach weg. Wenn das. Und mittlerweile sind wir ja aber auch welche, die eine Zeit lang, hoffentlich wird es jetzt besser, einfach weggebaut werden. Ja, Uli, das ist natürlich damit, so, wenn Leute nicht so viel Geld haben, dann wird natürlich, oder auch die Technik nicht haben, oder dass man Schuhe heute nicht mehr näht, sondern Kunststoff herstellt, der auch sehr haltbar ist. Ja. Sag mal so, es gibt Entwicklungen und solange es gut geht, geht es gut. Ja, ich weiß, Köln hat auch wahrscheinlich noch so einen schönen Spruch dazu, es ist, wie es ist oder sowas. Also die Welt ist kein Paradies, sie ist so, wie es ist. Jetzt haben wir das so, jetzt zum Beispiel an der ob das jetzt ein Starkregen war, Vorboten des Klimawandels, lassen wir das mal beiseite. Wer das dort wieder aufbauen will, der muss jetzt auch Zementindustrie, Stahlindustrie, das muss ja alles hergestellt werden. Und das heißt, der Dreck wegräumen ist nicht CO2-neutral. Ich glaube, wir müssen uns auch von diesem Zwang, es gibt wie so einen Waschzwang mittlerweile, der heißt, alles muss CO2-neutral sein. Ja? Zum Beispiel, wenn man das jetzt mal so ein bisschen operationalisiert, ist Folgendes. Die Stadt Rüsselsheim hat ja beschlossen, einen Klimanotstand auszurufen und es soll ja jetzt in jede Drucksache da eine Anmerkung rein. Und wenn du die jetzt mal liest, sind die teilweise sehr schlampig gemacht. Ja. Warum? Es gibt doch nicht so viel Datenmaterial. An den Schulen zum Beispiel hast du natürlich das richtig erkannt. Da müsste ja am Schluss unter dem Punkt Klimabilanzierung drinstehen, was denn der Abriss kostet, was alles drin sein. Also da müsste, genau, das geht natürlich nicht, weil das ist halt ein bisschen kompliziert. Nee, was auch in den Stein drinsteckt. Ja, Uli, nein, das ist ja alles Energie in allem. Ich würde sagen, irgendwann wird es Datenbanken geben, dass irgendwelche Architekten dann sozusagen nur noch Faktoren einsetzen, so und so viel Kubikmeter Raum, dann kriegt das der Stadtverordnete dann auch gesagt. Ich darf dir nochmal sagen, das ist natürlich auch wieder was mit, für mich gibt es vielleicht mehr als für dich, dass wir können ja nicht überall Ahnung haben. Also du redest immer so fleißig vom Beton. Es gibt beispielhafter. Nein, jetzt warte mal, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, also das vor kurzem gesehen haben Sie in Österreich, macht einer aus Hanf, der ja unheimlich schnell nachwächst, und andere Materialien, sehr leichte Backsteine, die Thermo, die unheimlich viel die Wärme, also das Betonzeitalter ist auch eher ein ideenloses Zeitalter. Man hat früher gesagt, Beton hält ewig, sondern man könnte zum Beispiel in allem, ohne jetzt viel zu verlieren, einen Standard haben, in dem man sich weiter wohlfühlt, indem er auch andere Materialien benutzt. Uli, da würde ich dir sagen, müssen wir mal ganz neugierig nach Katar oder die Golfstaaten gucken. Ja. Und wenn da das erste Hochhaus aus vom Drucker kommt, bauen ja die bauen Skyscraper, also ein Kilometer Tower, der nächste ist vielleicht zwei Kilometer Tower. Ich will dir nur sagen, also wenn dort, wo viel Geld ist, dann, weil es meistens ja erstmal Luxusobjekte, genauso wie Kathedralen, immer so ein bisschen aus Wohlstand finanziert, also man ist an die Höhe gegangen. Ja. Wenn in Saudi-Arabien die kein Sand mehr klauen im Mekong, um Beton zu Wüstensand oder den anderen Malaya, der Rheinsand, das klappt halt. Genau, das kommt nämlich daher. Das heißt, wir können das hier beschließen, aber wenn das erste 3D gedruckte Hochhaus, das wird in Katar stehen, nicht in Frankfurt am Main. Glaube ich ja. Und dann ist das Thema durch. Aber man muss fairerweise sagen, es gibt heute schon ganz Architekten, die sagen mal diese Probleme, Klimaneutralhäuser, die das so sehen. Die müssen ja auch die Dinge wieder demontieren. Hat vor kurzem nochmal einer Holz.
Holz ist durchaus ein, erstens mal speichert er viel CO2 und ist haltbar. Also da hat einer auch mit Holz. Man kann also, wenn man Ideen hat, also das mit dem Steinen und mit so, die Leute haben ja früher doch viel nachwachsende Materialien genommen oder Lehm genommen. Fachwerkhäuser, ne? Holz, Fachwerkhäuser. Also wir müssten natürlich, wir haben eine Baukultur uns angewöhnt, wo der kommt eine große Betonmischer, schützt rein, der ist es fertig. Ist auch einfach, also es gibt tolle Sachen, kann man ja, machen. Ja, aber es ist auf Dauer, wie gesagt, im Bauen, das steckt in den, den Gebäuden, steckt ja unheimlich viel Energie. Ja, also deswegen ist ja jetzt zum Beispiel die Diskussion, fliegt man innerdeutsch oder ja oder nein, für mich symbolische Diskussion. Ja. Oder fährt man jetzt 130, was ich ja ganz lustig finde, wenn die Autos CO2-neutral fahren, ist doch eher nur die Sicherheit der richtige Sache. Ja. Und dann sieht man, das sind so Diskussionen der 70er Jahre. Ja. Aber das ist ja das Thema, das, die großen Dinge. Also bei den innerdeutschen Flügen, das ist also ist für mich die Frage des Lärms. Also als am Flughafen nah wohnen, der sagt, ja, jetzt Leute, wenn ihr nach Stuttgart fliegen wollt, lieber mit der Bahn, weil es Krach macht. Also ich bin einmal, muss ich sagen, alte Krachmacher. Ich bin einmal zum Kongress nach Berlin mit EasyJet geflogen. Ja. Das fand ich lustig, weil Alex hat, Herr Weidner, Sie kennen schon Facebook, einer der Bahnmitglieder. Ja. Also ich werde nie mehr von Frankfurt am Main nach Berlin fliegen. Es ging ja rauf und gleich runter. Ja, und ja. Das war mir viel zu aufwendig und ich fahre eigentlich mehr, ich bin schon immer mit dem ICE Sprinter gefahren. Damals habe ich es mal getestet für 99 Euro. Ja, ja. Die Bahn war, glaube ich, 100 Euro teurer, aber ich will die Bahn vorziehen. Aber das mache ich jetzt nicht aus Modik, sondern einfach. Also einfach aber es ist auch für die Umgebung. Es ist ja nicht so viel. Was ich aber damit sagen will, ist, der eine Luftsprung mit EasyJet ist zwar jetzt symbolisch aufgeheizt, aber wie gesagt, das, was in Deutschland oder generell in der Welt für Beton, Stahlbeton, aufgegeben, ausgewandt wird, das sind die großen CO2. Aber ich muss ja jetzt mal was sagen, ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ich habe im Deutschlandfunk, also dem ich ja einigermaßen traue, gehört, der Mensch hat diese ausgerechnet, braucht 9000 Tonnen CO2 im Jahr. Wenn er einmal nach Mallorca fliegt, sind 2000 Tonnen verbraucht. Kann das sein? Weiß ich nicht. Das aber wenn das so wäre. Wenn es so wäre, CO2, Moment, CO2 ist erstmal ein Gas, was man nicht der sieht, ganz, so wie die Luft. Der hätte aber ganz schön was auf dem Konto. Das Problem ist ja nicht das CO2, sondern dass da zu viel dazukommt. Ja. Und wenn man jetzt hergeht, also das heißt ja immer CO2-neutral und so weiter, also wenn sozusagen das auch erstmal ausgeglichen ist, ist es auch kein Thema mehr. Was das die große Herausforderung sein wird, ist im ersten Schritt jetzt CO2-neutral zu sein, also zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen. Ja. Aber dann kommt die große Frage, wenn das erreicht ist, muss ja das zufällig zu viel noch in der Luft oder in der Umwelt sein, weil CO2 auch wieder rausgezogen wird. Das heißt, es genügt ja nicht, also im ersten Sprung müssen wir sozusagen, diese, wie bei der Corona-Krise, die Kurve abflachen, genau, und dann müssen wir langsam runterkommen. Und dann sagen wir so, jetzt alles, was jetzt hier gemacht wird, jeder Furz, jeder Liter Milch ist jetzt CO2 und methanneutral. Alles. Aber da muss man sagen, ist ja trotzdem zu diesem Punkt, der ja große Umstellung mit sich bringt, ist ja immer noch zu viel in der Luft. Ne? Weil wir haben ja jetzt, also zum Beispiel das ist der menschengemachte Klimawandel, das hört sich nicht an, wir sind jetzt am Ende der Eiszeit. Ja, also. Ja. Was ja noch viel schlimmer für, ich hatte eine Erwärmung der Erde. Wir haben gedacht, es wird kälter. Nein, das, das verwechseln ja viel. Also in dem, also nicht nur, weil es hier ein bisschen. Nein, ja, aber die nächste Eiszeit. Eine Eiszeit wäre, glaube ich, viel schwieriger. Ja, das glaube ich auch. Im Globalen als jetzt eine warme Zeit. Ja. Und deswegen finde ich es auch immer, ärgere ich mich, wenn ich jeden Abend in die Tare schaue, dann alles rot sehe. Ja, also, 28 Grad, das war so toll, da ist sofort alles rot. Die Erde brennt nicht. Ja. Die Erde wird trockener. Ja. Das ist schon immer, selbst in Nordafrika, das war mal Dschungel. Die Umstellzeiten sind natürlich zu schnell. Ja, aber deswegen sage ich mir, wenn du schnell sein willst, musst du langsam machen. Du kannst noch so viel. Ich will dir mal ein Beispiel sagen. Die ganze Fridays for Future Jugend steht ja jetzt vor der großen Frage, was will ich werden? Ja. Die wollen jetzt alle Aktivist werden, NGO-Leiter, Sozialarbeiter, Therapeut und so weiter. Wir haben aber leider zu wenig Ingenieure. Also wenn wir es tatsächlich so ernst gemeint wäre, wie das da gesagt wird, also über den ersten richtigen Impuls, weil ja auch mal ein junger Mensch sitzt, da waren wir auch für die Weltrevolution, dann muss man sagen, bitte werdet keine Aktivisten für NGOs, also Medienschaffende, sondern werdet Ingenieure. Ja, macht Batteriechemie,
Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Brückenbau, Häuserbau, Architektur. Alter. Also wenn das tatsächlich, das wäre das der Appell jetzt zum Beispiel, lernt was Ordentliches, würde ich sagen. Lernt, da machen wir jetzt ein Päuschen. Lernt ganz kurz, lernt Handwerker, auch wenn, weil du kommst nachher wahrscheinlich zu den Dingen, das muss ja auch eingebaut werden. Oder ich würde sagen, lernt Erfinder. Ja, werdet Homo-Farbe. Vielleicht ein letzter Satz. Ich fand es sehr beeindruckend. In New York oder an der Pazifikküste gab es einen jungen Mann, der ist irgendwie mit dem Segelschiff da über der Pazifik gefahren. Ja. Junger Mann ist dann in so einen Plastikstrudel reingekommen und hat als amerikanischer Kapitalist die Dollarzeichen gesehen, hat gesagt, wir machen jetzt eine Plastikbörse. Ja. Und für ihn ist die Frage, wie kommt der Scheiß wieder da raus? Und das halte ich für eine zielführende Idee. Ja, wenn, und im Augenblick nehmen sich auch die Kapitalisten im Silicon Valley dieses Problems an. Ja. Und das lässt mich hoffen, Uli. Das war. So, das ist das Bäumchen. Jetzt haben wir wieder das bäumische Pflanzen. Wir haben jetzt mal kurz Pause. Ja, Achim, damit wollte ich jetzt doch nochmal anfangen. Es gibt manchmal so Dinge, wo man es eine tut und automatisch das andere mitnehmen muss, also so im Negativen. Also wenn jetzt mehr Menschen sind, brauchen die auch wieder Grund und Boden, auf dem sie ihre Häuser bauen. Der fällt dem Ackerbau weg. Das heißt, es gibt ja Leute, die sagen, wenn wir ständig neue Baugebiete ausweisen, da geben wir auch ein Stück Nahrungsquelle her. Ist das ein Problem? Also ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, weil zum Beispiel, ich habe ja am Anfang gesagt, die Weltbevölkerung nimmt pro Jahr in den urbanen Zentren die Größe von New York zu. Und es ist vielleicht besser, sie zieht erstmal in die urbanen Zentren, weil die Städte leichter zu versorgen sind, als wenn sich das gleichmäßig verteilt, was auch nicht geht, weil ja ein Blick auf den Globus zeigt, es gibt Ecken, da geht das, in andere nicht. Ja. Es gibt aber Konkurrenzsituationen, zum Beispiel in China, die ja ein großes Land sind, aber in der Regel an der Küste wohnen. Und da, wo Küste ist, ist Feuchtigkeit, da, wo Feuchtigkeit ist, halt Ackerland. Bei uns ungefähr ein bisschen ähnlich, aber Deutschland ist halt ein bisschen topografisch anders als China oder diese ganzen Flusskulturen in Vietnam und so weiter, die entlang von Flüssen und so weiter leben. Ja, je weiter man dann nach Westen kommt, dann hast du dann Usbekistan, Tadschikistan, wie die alle heißen, sofort trocken sind. Aber ich würde sagen, das ist nicht das Problem. Man geht ja zum Beispiel jetzt in der Agrikultur, weil alle Welt redet ja von regionaler Versorgung. Nur, das finde ich immer lustig, in Rüsselsheim ist es ja noch ganz einfach. Man hat gesagt, ich habe den Bauschein gekauft. Nun muss man sich fragen, wo der regionale Radius in Shanghai aufhört. Also wenn die Städte symbolische Bedeutung, weil wir sind ja entweder Nomaden oder Bauern und das ist, ist ja eine religiöse Sendung, Horizonte, da geht es ja auch um Erntedankfest. Ja. Also ich glaube, das eine ist ja, was wir so tief in uns, auch wenn wir Atheisten sind, noch mitschleppen an alter Geschichte oder alten Geschichten und da hat Boden eine hohe moralische Bedeutung. Aber natürlich auch tatsächlich. Wir sind ja materiell gesehen aus dem, auf dem wir stehen und sitzen. Genau. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, oder was ja im Augenblick jetzt kommt, dass sogar Bäume sich verständigen über die Wurzeln, über Pilze und alles. Also es lebt, es ist viel, es läuft viel, auch sagen wir jetzt mal, an Informationen in Nähe. Die Welt lebt wirklich und der Boden ist ja auch belebt. Also es ist schon, ob man das jetzt religiös mit Gott verbindet, aber die Erde ist unsere Mutter. Ja, aber wir sollen jetzt nicht in Naturphilosophie kommen und sagen, ich darf mich jetzt nicht, also wir könnten dann so wie die indischen heiligen Männer mit Besenchen herumlehnen und jede Ameise wegmachen. Nein! Also manchmal. Aber die Achtung. Achtung ist ja was anderes. Achtung vom Leben. Achtung vom Leben, genau. Das steht ja heute beim Lidl auf der Packung. Tierwohl, A, B, C, was auch immer. Das ist schon in Ordnung, ich will mich darüber auch nicht lächerlich machen.
Aber ich finde manchmal so eine Naturromantik auch ein bisschen übertrieben. Ja? Mhm. Weil Naturromantik heißt, oh, die Natur ist so toll, deswegen müssen wir uns auch nicht impfen lassen, beispielsweise. Ja, ja? Ja. Das gibt so ganz, das ist ganz ja. schräge Geschichten. Aber ja. um zu dem Boden zurückzukehren, der hat bei uns ja eine ganz große Rolle. Deutschland ist ja auch noch sehr ländlich, also wird ja immer so unterschlagen, wenn man in Frankfurt ist, gibt es halt auch viel Nordhessen, es gibt viel Mecklenburg-Vorpommern, also großes Land. Und ich würde mal sagen, jeder Deutsche trägt immer noch Land in sich, weil er doch irgendwann mal vom Land in die Stadt gezogen ist. Ich bin Merzhäuser, du kommst bis Niersteiner. Ja. Wir haben da sozusagen noch mit aufgezogen und das hat eine hohe Bedeutung. Jetzt haben ja die Grünen gestern so einen Wahlkampfspot gesungen, kein schöner Land. Also man sieht, das ist ja produziert worden, nicht damit sich irgendwelche Spötter drüber lustig machen, sondern weil da sozusagen Resonanz gesucht wird, sozusagen in der Psyche des Deutschen, der da vom Wald geprägt ist. Ja. Ja. Also emotional würde ich das, singe ich das Lied sehr gern, aber jetzt komme ich auf ein Thema, vielleicht früher wollte ich später, kein schöner Land ist es vielleicht für viele, für die meisten, aber es gibt immer mehr Menschen, für die es kein schönes Land ist. In Deutschland? Also, wir haben vorhin darüber unterhalten, über Wohnprobleme, es gibt Leute, die sich mittlerweile keine Wohnung mehr leisten können. Ja, die in Großstädten. Was ist da los? Ich würde mal sagen, dass Unordnung im Markt, ja, sag mal so, wahrscheinlich kriegst du, wenn du aufs flache Land, ins Umland, ganz weit nach Gräfenwiesbach, obwohl da wird jetzt eine S-Bahn gerade gebaut bis Ende, da wird dann auch im Hintertaunus der Preis steigen. Aber je näher man sozusagen im Zentrum ist, dann steigen halt die Preise. Und das ist natürlich jetzt diese Asymmetrie. Man hat viele mittlere Leute mit mittlerem Einkommen, alleinerziehende Frauen, Männer, die einen Großteil, 70-80% ihrer Sachen für ökologisch einwandfrei neu gebaute Häuser ausgeben. Ja, ja. Ja, und wenn die dann zum Amt kommen und sagen, hier gibt es vielleicht mal ein bisschen Zuschuss, eine Ausgleichszahlung, dann sagen die, sie verdienen so viel. Das ist ja das, wo sie alle über Steuererhöhungen und Senkungen reden. Aber die Leistungsträger der Gesellschaft, die gehen ja immer dann leer aus. Also die sind dann sozusagen. Aber darum geht es trotzdem. Das ist mir jetzt mal, das ist so wichtig. Ich muss dabei ein Thema mal bleiben. Sollen wir jetzt bestimmten Leuten, die aus in dieser Region wegen mir in Rüsselsheim. Du hast mir von einer 100 Quadratmeter Wohnung vorhin erzählt für 1500 Euro. Ja, da werden doch die Leute letztendlich vertrieben. Irgendwann können die das nicht mehr. Das heißt, der Markt regelt es so, indem der Schwächere wird an den Rand getrieben, immer weiter weg. Und der sich leisten kann, modiert. Das ist ja doch genau. Nicht nach dem, wie ich mir die Welt vorstelle. Das ist doch kein schöner Land. Es ist jedenfalls paradiesisch. Ja? Es ist jenseits von dem, was man so als gerecht versteht. Ja, wie kann man das wissen? Uli, ich weiß es jetzt im Augenblick. Ich bin ja erstmal auf der Ebene, dass ich es erstmal beschreibe. Manchmal muss man, bevor man an die Heilung geht, erstmal die Sache beschreiben und sagen wir, die Aufgabe stellen. Und es gibt ja zum Beispiel da in Berlin so Leute, die machen da jetzt Mietdeckel und es kommt auch nichts bei raus, weil da wird es immer Wege finden. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht die große Lösung, aber ich finde erstmal, wenn man zum Beispiel Alkoholiker ist, gehört es erstmal zur ersten Pflicht anzuerkennen, dass man es ist, bevor man an die Heilung geht. Ich habe das vorhin beschrieben, weil wir mitten im Rhein-Main-Gebiet wohnen und wir haben, das nennt man dann die soziale Frage. Wir hatten ja am Anfang uns das Klima unterhalten. Ich habe dir ja gesagt, ich habe da so ein Gedanke, der heißt Klimakultur, Klammer auf, Rechtspositionen müssen neu ausgehandelt werden, Technologie muss eingesetzt werden und es muss ein neuer Sozialvertrag also mit Ausgleichsmechanismen dort eingeführt werden. Das sind also sagen wir, auch auf so der Vertragsebene, da geht es ja einmal um die Regelung von was müssen Unternehmen machen, das sind mit der rechtlichen Frage, das andere sind zum Beispiel Ausgleichsmechanismen zwischen Leuten, die haben und nicht haben, wer wen unterstützt. Also das sind neue Dinge, die ausgehandelt werden müssen. Das ist ja nicht nur das Klima. Das heißt, Kunglung, willst du tatsächlich sagen, wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Vertrag? Ja, aber die Frage ist, wenn du jetzt da abends die Fernsehen, ich meine, es wäre interessant, wenn du jetzt die Fernsehdiskussion anguckst, ich meine, wir haben auch ein Wahlprogramm, das kann man hier nicht wieder das ist Lyrik, das kann man nachlesen. Alle versuchen irgendwie mehr oder weniger offen das zu beschreiben, was ist, drücken sich aber um die große Frage, was kostet es? Genau. Also das heißt ja jetzt die große Transformation und die wird nicht billig, sage ich dir. Ja. Auch die Freie Wähler, meiner Meinung nach, müsste da klarer erzählen, es wird ja so getan, als sei alles umsonst. Da hat diese Fridays for Future Leute recht, die sagen, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Es kann auch gar nicht so bleiben. Ja, selbst wenn du umziehst,
weißt du, feststellt, es gibt Möbel, die lässt man daheim und, ja, und man kauft sich neu und wir sind in einem großen Umzug. Das ist nicht ganz bequem, weil der ja sozusagen, es ist wie Radwechsel in Fahrt. Ja, wir müssen sozusagen, ja, 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 das System fährt. Ja, das System fährt. Wir hatten es ja vorhin zum Beispiel mit einer Idee, wir müssen es nicht vertiefen, neue Heizungen. Ich habe mich nur gefragt, wie lange hält denn eine Heizung? Ja, das heißt, wenn jetzt einer sich eine neue Heizung, also nach dem letzten Gesetz, gekauft hat und die trotzdem Mist ist, wird er erst in 30 Jahren das Ding wieder rausreißen. Jetzt haben wir 2021. Jetzt ist aber 2,51, aber wenn du dann diese Klimaprotokolle reinguckst, ist irgendwie aber in der Mitte was. Ach, ich will nur sagen, wer schnell sein will, muss langsam machen, weil radikale Sprüche, das kann man gerne machen, das billige ich der Freitags for Future Jugend zu, weil ich auch kann das, wenn man damals im Stadtbahnwahl haben, da bin ich dann gekämpft, ja. Aber wie gesagt, man muss gucken, wie Verharrungskräfte in der Gesellschaft sind und aber Gesellschaften sich verändern. Aber was mir jetzt nochmal wichtig ist, dass bei all der Veränderung nicht die Schwachen vergessen werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt gewisse Dinge auch in der Industrie verändert werden, muss man auch dran denken, dann muss man den Leuten auch Geld geben, dass sie weiter, die können nicht plötzlich auf der Straße stehen. Ich denke, mit dieser ökologischen Frage verbindet sich ganz eng die soziale Frage. Das, da hast du recht. Die Schwachen die Rechte. Es ist ja, also wir haben ja viele Veränderungen und eine Veränderung ist ja, die wiederum wichtig ist für die für das Klimamanagement, ist Digitalisierung, intelligente Systeme, Strom, bla bla bla. Aber Digitalisierung heißt Entstofflichung der Welt. Ja. Ja, das heißt, Antriebsmaschinen, zum Beispiel Dampfmaschinen verschwinden, man hat dann Elektromotoren, das ist ja kleiner, unschaubarer, jetzt hast du Steuerelemente und da fallen dann Arbeitsplätze weg, früher wurden dann große Räder gedreht, heute läuft das digital. Also Digitalisierung heißt auch Entstofflichung der Welt. Das heißt, da wo etwas entstofflicht wird, muss nichts mehr angepackt werden und möglicherweise macht es dann Roboter klüger, schneller, billiger, wie auch immer, als physische Menschen. Und es wird auch, und ich finde zum Beispiel, wird ja zum Beispiel behauptet, mehr Geld für Bildung. Vielleicht gibt es aber einen Grad, wo selbst wenn du noch mehr Geld ins System gibst, es trotzdem Verlierer gibt. Ja? Ja. Also weil trotzdem Leute auch intellektuell das mit dem, was da passiert, nicht mehr mitkommen. Ich will dir das Beispiel ganz kurz bringen. Ich habe dir ja vorhin vorgeworfen, du seist so ein Romantiker der 70er Jahre, weil als ich das Stichwort Atom sagte, du sofort von Brockdorf und von Atombomben und heute über Salzwasser, Thoriumreaktoren, die gar einen Notabstand, die du sogar mitten in die Wüste setzen kannst, wo kein Kühlwasser ist. Ich will nur sagen, intellektuell müssen wir natürlich auch ein bisschen modernisieren. Unbedingt. Das will ich nur sagen, es wird anstrengend sein. Ja? Und deswegen finde ich dann, ist immer zum Beispiel ganz, oder so ein Indikator für Intellektualität, wenn dann so viele Politiker sagen, das war ein Quantensprung. Ja. Ja, der Quantensprung ist ja der kleinste Sprung oder Bewegung in der Natur, nämlich in der Regel vom Höchsten, vom angeregten Ruhezustand. Also eigentlich wie Natur Ruhe, was aber nicht geht. Ja. Ich will nur sagen, da werden also so eine Modesprüche wie Klimawandel, Tierwohl, Quantenphysik aufgerufen, ohne dass man da sozusagen in der Nacht hat, was es heißt. Das muss man natürlich sagen. Wir haben Ideen, aber wir müssen natürlich auch versuchen, die Menschen oder auch insgesamt die Natur, die Kreatur mitzunehmen. Genau. Das heißt, du hast vollkommen recht, es könnte sein, dass die Anforderungen so hoch sind, dass ein Teil der Menschen daran sich weniger beteiligen kann. Aber dann muss ich mal sagen, das sage ich vom Weltbild, muss man die auch in dem Prozess halten, in Aufgaben. Ja. Also man kann also zum Beispiel nicht alle Arbeit jetzt wegrationalisieren und am Schluss stehen die Leute Schaden. Also ich will das geht mal, ja nicht. Ich will mal, also ich bin ja kein SPD-Mann, ne? Muss man dazu sagen. Ja. Aber ich will dir Folgendes sagen: Die klassische SPD hatte ja so in der Kaiser-Wilhelm-Zeit so ein tolles Modell, das hieß 8 Stunden Schlafen, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, Bildung und so weiter. Ja, ja. Das heißt, die haben den Tag anders strukturiert. Gut, da hast du trotzdem viele Alkoholiker dabei gehabt in der Arbeiterklasse, aber die hatten eine Vorstellung von Zeit, was man mit der frei oder mit der Zeit anfängt. Denn auf einmal waren es ja keine 16 Stunden mehr, die man gearbeitet hat, sondern es waren nur noch 8. Also bis zum 8 Stunden hat es noch gedauert. Ja. Das heißt, wir müssen auch über solche kulturellen Fragen, was wir mit der Zeit machen. Richtig. Also wenn wir sagen zum Beispiel entschleunigen, heißt das ja nicht weniger arbeiten. Also wenn ich jetzt einen Roboter laufen lasse, da habe ich ja eine beschleunigte Sache. Wir müssen auch, nochmal, ist ja eine Kulturdebatte, die da auch stattfindet, ne?
ich meine, die Kirche hat auch so ein strukturiertes Kirchenjahr. Stell dir mal vor, ihr hättet kein säkulares Jahr, ja, eine lineare Zeit, ja, ja, würde ja verrückt werden. Ja, ja, ja. Weil die Zeit bis zur Ewigkeit wäre ja unendlich. Ja. Also wird das uns dann gebogen. Ja, ja. Und das sind natürlich neue Modelle. Ich hatte gestern bei The Cap am, interessanterweise am Stammtisch, also war ja Peter Kolb lud ein und der Gewerbeverein war auch da. Und da hat man eine Diskussion, eine ganz interessante Diskussion von einem Rüsselsheimer Gastronom, der gesagt hat, er sei für Grundeinkommen. Ja, oh, genau, fand ich ganz interessant. Und dann gab es dann Leute, die haben gesagt, ja, blöde Idee, tolle Idee. Ich fand es aber bemerkenswert, dass am Stammtisch während Rüsselsheimer Kerb über das Grundeinkommen geredet wird. Ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ja, aber es ist einmal gefallen, das Wort. Und das muss aber man, das hat ja dann damit zu tun, das stimme ich auch zu, dass man sagt, es muss so, es gibt gewisse Grundbedürfnisse, die müssen garantiert werden. Genau. Die muss ein Mensch einfach, das muss er haben, wobei, wie man das gestaltet, also ich würde sagen, er braucht eine Wohnung, er braucht zu essen, ja, und so gewisse Dinge, genau, die soll man ihm zur Verfügung stellen, und dann kann er weitergehen. Wobei mir an der Stelle natürlich noch eins einfällt, das vielleicht doch nicht ganz unwichtig. Ich bin 45 geboren. Mhm. Ich war 1950 ein zufriedener, glücklicher Mensch. 5 Jahre. Da, mit 6 auch. Da hatte ich vieles nicht, was ich heute habe. Mhm. Das heißt, wenn wir etwas von dem Konsum zurückgehen würden, wären wir wahrscheinlich immer noch, es ist natürlich schwer zurückzugehen, aber wie gesagt, wir haben noch viel Speck angesetzt, wenn viele, ich glaube, sehr viele sogar, wo man sagt, es ging noch etwas einfacher, was mir immer so schön einfällt, aber natürlich mal dazwischen schieben, wenn ich mittags nach Nierstein fahre, wenn ich, haben wir noch? Wir müssen gleich mal aufhören, weil die Batterie geht zu Ende, ne? Also wir müssen jetzt einfach Machen wir alle mal noch. Was ich jetzt gerne gesagt, wenn ich nach Nierstein fahre, fahre ich oft dahin und da ist die B9 zu. Ja. Da fahren die Mainzer von der Arbeit nach Nierstein, Oppenheim heim. Die nehmen ihr Auto, fahren nach Mainz, stellen es dort 8 Stunden ab und fahren wieder heim und kommen nicht durch. Aber jede Viertelstunde fährt die S-Bahn. Ja. Statt mit der S-Bahn eine Viertelstunde hinzufahren, abends wieder eine Viertelstunde heimzufahren, müssen sie ihr Auto nehmen und stehen jeden Abend im Stau, weil es das Auto sein muss. Der Mensch ist so träge manchmal. Ja, alle Systeme sind träge, Uli. Das ist physikalisch. Ja? Also wenn sie mal bewegen, dann laufen sie und für das Beschleunigen und das Abbremsen brauchst du Energie. Ja. Ja? Also du siehst, wir sind immer... Jetzt haben wir beiden Bogen. Beiden Bogen. Wir machen, glaube ich, jetzt mal... Ja? Langsam am Schluss, weil auf die Batterie alle geht. Also auf die Batterie ist endlich gleich angesagt. Also, mit dir ist schön unterhalten. Uli, es war sehr schön. Danke dir. Danke dir für diese Horizonterweiterung. Der Horizont war da. Alles Gute euch. Bis demnächst. Ja. Tschüss. Tschüss.